Oh. Man hat weniger Rezepte. Echt? Beim Schmieden zum Beispiel, man hat nur ganz wenig von den Formen, von Gussformen. Oh, ja gut, dann müssen wir vielleicht irgendwie noch einige vorher finden. Ja. Dass er jetzt das Zeug nach dem Crafting automatisch ins Inventar packt, irritiert mich total. Vielleicht ist es nicht blöd, hier einfach oben ein Dach drüber zu machen. Und erstmal nicht nach unten zu bauen, sondern einfach einzubauen, weil mit einer Steinaxt auch nur so einen Steinblock wegzuhauen, das dauert Stunden. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal den Eingang verstärkt. Ich hau mal den Baum jetzt hier weg an. Ja, Holz ist immer gut. 1, 2, 3, kriegen wir die noch hin. Jawohl. Prinzip. Das war die Schaufel. Okay, jetzt sehe ich ja mit Hand abgraben, das dauert ewig hier. Ja. Dann mache ich halt doch erst mir nochmal eine neue Schaufel. Das mal zu lang warten, aber wenn das andere noch länger dauert, ist ja auch kein Wert. Ich will noch Federn einstecken, ja. Dann machen wir das auch mal in der Zwischenzeit. Zack, ein Schlag, na, hat er es gehabt. So. Ah. Wir haben das Chest umgelegt, das Rezept ist jetzt nicht mehr ganz oben, sondern beim zweiten Symbol von unten. Bei den Möbelstücken. Hört jetzt eigentlich auch hin. Ja. Aber ich musste kurz suchen. Habla. So, wie sieht's. Der ist hier echt noch ein bisschen am rumbacken ab und zu irgendwie, wenn man hier irgendwo rumlaufen will. Ja gut, da ist aber auch ein. Also, ja, sind wir uns gegenseitig im Weg. Nee, da ist ein bisschen Erde irgendwie im Weg. Ja. Du kommst da nicht raus. Ja, ich komme da nicht raus. Ja, auch. Ich hebe auch nie das ab, was ich abgraben will. Hör mal. Das, was ich abgraben will, trifft er nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt hier doch noch so ein paar Bugs, die hier fixen müssen. Jetzt hat er den gefunden, den ich abbauen will, hat aber vorher den ganzen Hintergrund zerlegt. Komischerweise. Ich verstehe nicht ganz, warum ich hier nicht durchkomme, weil eigentlich ist die Erde hier hinter der, naja, so richtig ebenerdig ist er auch nicht. Na gut, dann haben wir das weg. Der ist hübsches. Warum rutscht der ständig den Bash runter? Ja, das ist nämlich die Sache, ja. Da war irgendwie der Boden nicht ganz glatt und wenn du es aber wegmachst, dann hast du wieder so ein Loch drin, dann musst du es ausbauen mit dem Holz. So. So. Ja, jetzt kommt man aber durch. Okay. Jetzt kann ich auch hier soweit alles andere wieder sauber zumachen. Ich hoffe, der stört jetzt nicht dieses Äggelchen. Nein. So, da hast du deinen Schlafsock hingelegt. Ich leg jetzt meinen auch mal dazu, damit ich aufhören kann, am Arsch der Welt zu spawnen. Finde ich gerne. Na gut, ist egal. Beilands Liebing. Warum sehe ich denn. Schade. Ah, so, jetzt aber.
So, die Frage ist, inwieweit kommt man von außen hier rein? In jeder Hinsicht, ja, ohne Probleme, wunderbar, geht super. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Ups, da ist ein Berkeley-Nest. Oh! Hast du das hier gesehen schon? Was hier direkt, nee, direkt neben unserer Bude ist quasi. Draußen? Oh, hallo. Wie geil ist das denn, bitteschön? Oh! Oh! Aua. Angst. Krass. Da ist ein Zombie drin. Wie süß. Ist aber kein sehr langer Gang. Aber das ist doch schon mal potenziell. Da kriegen wir doch unter Umständen ein bisschen Sachen her, die wir vielleicht brauchen. Jetzt geben Sie mal Ruhe, bitte. Hier hat es auch so krass. Stalagmiten und Stalaktiten hier in der Höhle. Ich weiß jetzt nicht, ob die einem wehtun, wenn man da reinrennt. Die sind nämlich verdammt spitz. Was ist der Scheiß? Oh, das geht ja echt nur eine ganze Ecke weiter. Nee, ich glaube, hier hinten hört's auf. Ich müsste doch eigentlich, jawohl, noch eine letzte Fackel haben. Also. Das ist eine letzte Fackel, die eine einzige Fackel, die ich hier besaß. So, wo habe ich die jetzt hingehängt? Irgendwo. Krass, hier hängen sogar Spinnenweben in der Höhle. Ist ja. Ja, die kann man aber nur kaputt machen. Was kann man mit denen machen? Stalagmiten. Können wir die kaputt machen? Zu irgendwas verdingeln? Ach, krass, da kommt Potassium bei raus. Oh. Ist ja auch cool. Was sagt ihr hier? Oh. Schick, schick, schick. Dieser Einstieg hier ist auch cool, dieser kreislaufende Gang. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Ah, ja. Hüpp, du Sau. Tut sich wie sie schwer, doch jetzt hat es. Oh, bla. Ah. Hallo. So. Ja, Holz wollen wir brauchen. Willst du das jetzt wirklich das Ding komplett oben zumachen? Wäre eine Idee. Krass, da brauchst du aber mächtig viel Holz dann. Ja, weiß nicht, ob das so. Also nicht komplett, vielleicht erstmal nur einen Anfang. Und dann eine Wand, dass man zumindest mal einen kleinen Raum hat, der zu ist. Einfach. Okay, das macht Sinn. Kann ich jetzt eigentlich schon mal, bevor ich hier anfange, Bäume zu hacken, gleich die nächste Axt in Auftrag geben, die sich nämlich in wenigen Momenten verabschieden. Stone Axe habe ich gesagt. Ach, ich kann nur eine machen, weil Gras, nehme ich an. Okay. Hier eigentlich für Dinge. Ist ja auch eklig. Hier sind
hast du denn da gefunden? Pistolbook. Oh, wo hast du das denn gefunden? Im Müll. Krass. Ab 2, kannst du auch eins haben. Ja, Moment, ich mache hier gerade mal diese Spitzen kaputt. Ah, hier stehen so überall so komische Erdspitzen in der Landschaft. Okay. Und wenn du die kaputt haust, dann schwabbeln da Eingeweide raus. Also ich weiß nicht, inwieweit die irgendwelche Zombies dann auch anlocken. Die so eklig sind. Mhm. Also wenn du sowas siehst, so komische Erdspitzen, rot betüpfelt oben. Die sind eklig, wenn man draufhaut. Mhm. Airdrop. Aber wo und wann und wie lange und... Oh, da hinten. Oh, der Server weit weg. Alter, was bist du? Irgendwo ist gerade ein Hirsch gestorben. Nee, aber hier ist einer. Ist echt weit. Scheiße. Oh. Den finden wir nie. Ich glaube auch nicht. Nee, komm. Ist mir im Moment lieber erstmal befestigen. Ja, ist mir ein bisschen zu riskant. Ist echt scheiße, dass man kein Fortschrittsrezept hat am Anfang, ey. Ach ja, stimmt, da... Das ist ja... Das hält ganz schön auf. Stimmt, das heißt, wir müssen ja gezwungenermaßen erstmal in die Stadt rennen. Ja. Naja gut, dann werden wir uns jetzt doch erstmal unseren Schutz aufbauen. So ein bisschen. Ja. Und dann... Ja, macht er sich echt kaputt mit, wenn man mit einer Axt auf Stein einschlägt. Ja, dauert ewig und 3 Tage. Das macht keinen Spaß. Gucken wir doch, dass wir heute uns soweit befestigt kriegen. Mhm. Und vielleicht morgen sogar schon losziehen können. Ausrücken können. Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt hier beide auf Holz packen, dann na, aus den Stämmen kommt ja genug raus. Ja, wenn du groß. Ja. Ich habe jetzt 3 Bäume umgehackt und habe 21 Stämme, wo ich über 300 Holzplanken rauskriege. Also, das ist schon einiges. Da kriegen wir uns eigentlich schon zu. So, jetzt ist erstmal die Frage: Da ist die Heimat. Oh. Eierchens. Wie auch ein paar. Ja, kann man leider noch nicht grillen. Oh, ja, stimmt. Wir haben, ja, wir haben ja wirklich nichts. Oh, da hat ein Kaninchen. Ich bin halt nur leider mit meinem Bogen miserabelst. Was ist davon? Oh, jetzt rennt es aber richtig weit davon. Vielleicht rennen die Tiere nicht so weg, wenn wir ein bisschen geduckt, ein bisschen schleicht. Wahrscheinlich. Halten wir uns mal auffällig, unauffällig. Da. Nein, es hat mich gesehen! Das blöde Vieh ist einfach spontan auf mich zugerannt. Aber ich nehme an, das Kaninchen ist jetzt bei dir. Oder ist das unser Loch hier? Sehe nichts. Oh, da ist ein Schwein. Stopp, langsam. Stopp, nicht bewegen. Beweg mich nicht. Ich höre ganz viele komische Geräusche hier, aber ich sehe nichts davon. Wow. Das ist lustig, wie hier das Bild wackelt, wenn du in geduckter Haltung in den Berg hochgehst. Passt seinen Gang richtig hier den Boden an. Hm.
Interessant. So. Ja. Hast du reingetötet. Sehr gut. Ich werde jetzt hier schon mal ein bisschen an den Bau rangehen. So, oh, geil. Erst mal schauen. Hier hätte ich schon gern noch einen Deckenhöhe, also müssen wir da oben drüber. Kann man ja sogar alles mitnehmen, weil man ja selbst aus den Knochen jetzt was machen kann. Richtig. Oh. Krass. Man braucht kein Rezept mehr für den Zimmermannshammer. Das, außer das war doch das war das, was wir vorhin gelernt hatten. Das. Okay. Hm. Ah, ja, gut, wollte man schon sagen. Das schon haben. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte bei dem Haus zu den Woodframes. So, das soll ich schon mal reichen. Sämtliche Zombies hier hinter mir her direkt. Ja, ach komm, bring mit. Was soll's. Ich höre hier auch viel Gestapfe. Ich sehe nur gerade nichts. Ich komme in die Nähe jetzt. Vielleicht bin ich das einfach. Ja, es stapft von allen Seiten. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich bin auf jeden Fall. Ich sehe dich schon. Ja. So, da haben wir doch schon mal ein paar. Umschalttaste auf meine Feststelltaste gefallen. Sind die oder auch anderen? Diese heißen. Sieht ja lecker aus, das Fleisch. Aber ich habe auf jeden Fall mal Fleisch gemacht. Das ist auch schon mal schön. Nur an Wasser fehlt es jetzt noch ein bisschen. Ich habe noch keine Gläser gefunden. Ich habe 6 Gläser. Oh, gut. Ah, wobei, die kann man ja noch gar nicht... Wir brauchen ja so einen Cooking Pot. Ja. Das ist natürlich auch doof. Geht ja noch ja nicht. So. Wahahaha, Blums. So. Haben wir doch schon mal einen Unterstand. Also wenn es regnet, sind wir schon mal geschützt. So, die Leitern brauche ich glaube. Ach du Schande, mein Inventar ist voll. Ich hab da ja so eine Kiste hingestellt. Da ist auch das Buch drin übrigens. Oh ja. Ich mich jetzt reinfühlt. Warte mal. Frage mich, wann das einkracht hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau deswegen bin ich hier. Ist mir im Weg.
Entschuldigung. Aha. So. Mal einen dicken, fetten Stützpfosten in die Mitte hauen. Vielleicht auch noch einen hin. Wo bin ich denn da? So. Ich hab Besuch. Mhm. Ach da, haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Hallo meine Liebe. Dein Loot. Was, mein Loot? Dein Loot. Oh, da muss ich aber jetzt schnell. Nein, nein, das, nicht hochrennen hier unten. Deswegen sage ich ja dein Loot. Mir ist, mir ist die Leiche abgestürzt. Ich bin nicht dran. Ah, wow. Nix drin. Ah, okay.